Lange ist es her, dass wir einen wunderbaren Star Wars Animationsfilm von Fans erstellt angeschaut haben. Heute ändern wir das und es ist wirklich eine Wucht. Viel Spaß beim Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf Star Wars Buddy. Wir haben lange keine Fanfilme uns angeschaut, einfach weil so viele Serien momentan am Start sind. Dementsprechend möchte ich die Zeit ein wenig nutzen, um in einen neuen, ja, wunderbaren Animationsfilm von Skyforge reinzuschauen. Das Original ist wie immer unten verlinkt und wenn ihr sowas nicht mehr verpassen möchtet, kennt ihr ja, Daumen nach oben hilft mir sehr und mir gerne hier folgen und abonnieren und ihr kennt das ja. Let's go in den Fanfilm. The Chase von Skyforge. Lass uns mal reinschauen, worum es überhaupt geht. Wissen wir ja nicht mal. Untertitel sind nicht verfügbar, aber normalerweise Raumanimationen auf höchstem Niveau. A long time ago in a galaxy far, far away. Wir haben uns lange keine Fanfilme mehr angeschaut. Okay, ein Rebellenangriff auf die imperialen Docks auf Anabal fehlgeschlagen. Nach einer chaotischen Schlacht ist ein mutiger Rebellenpilot geblieben. Zerstörte Korvetten da oben, eine CR-90, die anscheinend vom Imperium zerstört wurde. Und ein kaputter Arkadinskreuzer. Ich liebe seine Animationen, ne? Und damit den A-Wing. Ja, ja. Wie kommt man da jetzt raus? Versucht er sich jetzt treiben zu lassen oder einfach nur den Hyperantrieb anzuschmeißen? Das hat nicht geholfen und das wird ihn auf die Sensoren sämtlicher Imperialer bringen. Uhuhu. Okay, was hat er jetzt vor? Er kann nicht weg. Also richtet er so viel Schaden an wie möglich. Das sieht nach Kernreaktor aus. Und die Musik im Hintergrund. Turbolaser und da hinten ist der zerstörte Arkins. Oh, das ist schon ein Speedrun, der vor ihm liegt. Wisst ihr, was ich krass finde bei Fanfilmen? Wenn du schaffst, sprachliche Barrieren zu überwinden und du verstehst das, diese Story, egal welche Sprache du sprichst oder taubstumm bist. Here we go. Das war's dann wohl damit. Okay, es gibt mehrere von den Reaktoren. Holy shit. Das ist so cool. Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars Squadrons. Ich liebe dieses Spiel immer noch, ne? Auch wenn es keiner mehr spielt. Großartig. Oh, die Tanks. Keine Raketen mehr. Thank you.
intelligent. Keine Schilde mehr. Es waren tatsächlich die Schildgeneratoren, die da drin steckten. Sehr cool gemacht. Sehr schöner kleiner Fanfilm wieder von Skyforge. Bin wie immer begeistert. Also ich sag wie es ist, Skyforge macht wahnsinnig tolle Animationen, ist vom Storytelling echt sehr simpel gehalten, aber jeder versteht es. Er hat wieder mit E.C. Henry zusammengearbeitet, der entwirft öfters mal diese Schiffsmodelle und auch diese inneren Sachen und da merkt man einfach, das hat Hand und Fuß. Es ist jetzt nichts absolut Weltbewegendes, aber ich habe ganz, ganz großen Respekt vor den Leuten, die sowas machen. Also Chapeau, das Original wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt mal vorbei, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns in einem neuen Video in den nächsten 2 Tagen. Euer Buddy.